Yo Leute, ich bin wieder zurück. Und zwar haben wir heute mal ein Video. Und zwar geht es darum, wie man den Lüfter von einem Notebook ausbaut und putzt und dann wieder einbaut. Und das will ich euch zeigen. Als erstes tut man mal das Unterzeugs öffnen, dass man überhaupt zum Lüfter kommt. Bei jedem Notebook ist es anders. Dort muss man aufschrauben. Und dann den Deckel wegnehmen. Und bei diesem Modell hat man einfach nur können, da oben nach links drücken und dann hat man es können abnehmen. Und zwar sieht man schon jetzt hier den Lüfter, oder? Gehen wir mal ein bisschen näher dran. Und zwar sieht man ja hier die drei Schrauben, wo der Lüfter befestigt ist. Die tut man jetzt mal wegschrauben. Dann tut man hier noch. Die Stromzufuhr tut man noch schnell kappen. So, jetzt haben wir hier den Lüfter weg tun. Jetzt sieht man das gut. Man kann reinschauen, ob es Dreck hat. Und man sieht, es hat recht viel Staub. Jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das geht. So können wir hier dann noch. Man sieht ganz nicht so schwer zu erkennen, dass man hier ja so Schrüble hat. Die tut man jetzt auch noch wegtun. Und dann noch die letzte. Und jetzt sieht man, die Abdeckung ist weg. Und man kommt sehr gut zum Lüfter an. Man kann den Lüfter, wenn man kein Werkzeug hat, zum Beispiel einen Pinsel, kann man da probieren mit der Luft rauspusten. Und wenn es mit der Luft nicht gut geht, dann nimmt man da den Pinsel und tut das schön sauber. Schön, wie man das sieht, kommt man in alle Rillen. Wenn man da ganz gut erkennen kann, hat es recht viel Dreck dran.
Und man sieht jetzt ja schon recht den Unterschied, oder? Wie neu. Und das machen wir jetzt, bis wir hier die Ritze geputzt haben. Wenn wir das gemacht haben, kommt jetzt da die Oberfläche drauf. So. Schaut man auf der anderen Seite, ob es da noch ein bisschen etwas hat. Ist nicht der Fall. Wenn wir das gemacht haben, kommt wieder die Schablone drauf. Und man schraubt sie wieder zusammen. So, und wenn man das gemacht hat, tut man noch schnell schauen, ob man da, haben wir jetzt ein bisschen Dreck drin, das tut man am besten. Einmal reinblasen. Und man sieht auch da, ein bisschen Dreck. Und da sind noch die anderen Speicherchips von der Grafikkarte drin, die könnte man auch noch ein bisschen putzen. Dann tut man es wieder rein. Und jetzt tut man da nochmal den Stromanschluss rein tun. So, machen wir das so ab. So. Jetzt schraubt man da wieder die drei Schrauben rein. Wenn wir schon beim Lüfter dran sind, tun wir auch dann noch schnell Tailpipe putzen. Das macht man so, dass man da mal die vier Schrauben aufmacht. Und da haben wir dann auch noch drei. Die Grafikkarte. Jetzt können wir es ja schön rausnehmen.
So. Wie man reinschauen kann. Jetzt überhaupt kein direkt hin, das ist gut, dann kann man sie wieder rein tun. Die Wärmeleitpaste habe ich vor etwa 2-3 Wochen erneuert, die muss ich nicht erneuern. So, haben wir wieder da. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Jetzt noch hier noch die drei Schrauben. Jetzt noch die letzte. Die will nicht so richtig. Aber hast du jetzt schon den. So. Wenn wir das gemacht haben, tun wir wieder den Bodendeckel drauf einrasten. Und dann wird der Computer geputzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.